Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer kleinen Aufnahmesession. Was treibt ihr so? Ich würde jetzt gleich am liebsten ein bisschen rausgehen und ja, was brauchen wir eigentlich? Fische brauchen wir ganz dringend, weil wir haben jetzt, guckt euch das mal an, wir haben zwei Aufgaben mit jeweils Fischfilet finden. Also brauchen wir wieder insgesamt 20 Fischfilet. Ich habe mal auf der Map geguckt, hier irgendwo soll noch so ein Fischfangspot sein. Und zusätzlich habe ich mich auch noch ein bisschen erkundigt, wo wir ganz viel Hanf finden. Und zwar hier in dem Gebiet soll es eine Menge geben. Und hier soll es eine Menge geben. Dann werden wir uns, denke ich mal, einfach straightforward hierhin bewegen. Ein bisschen nach oben, guck mal, da ist auch eine 4. Die holen wir gleich mit ab, wenn es möglich ist. Und kehren wieder zurück. Vielleicht machen wir heute auch noch eine PvP-Mission. Mal gucken, was sich so ergibt. So, hiermit begonnen, wollte ich noch einmal kurz gucken, was können wir noch eventuell so fertigen. Und da wollte ich, das wollte ich ja nicht alleine machen. Da warte ich lieber auf euch, bis ich dann online bin. Und wollte erstmal gucken, was kann ich mit den Edelsteinen anstellen, so wie wie kann ich die Edelsteine schleifen? Muss ich dafür ein Steinmetz sein und dann eventuell schon auf Stufe 50 oder was können wir da fabrizieren? So. Gleich sind wir da. Können nochmal hier rüber gucken. Bei dem brauchen wir nichts mehr zu schnappen, also nicht mehr voll schnappen. Hier können wir noch mal kurz gucken. Wir können einfach so just for fun mal ein Beilchen basteln. Bonus Stärke und Geschicklichkeit. Machen wir einfach mal eins. Azot spenden wir auch mal so viel wie geht. Stahl, dann haben wir gleich ein neues Beilchen. Was soll's? Kann ja nur besser werden, hoffe ich. Wir müssen sowieso unsere Waffenkünste, also Waffenschmiedekünste verbessern. Dementsprechend, was war das jetzt? Ingenieurskunst war das jetzt? Hoppala. Also war das jetzt Ingenieurskunst? Ach so. Ja, da bin ich halt noch nicht so ganz, noch nicht ganz auf. Nicht alle Waffen kann man, ja, wie heißt das? Mit, Waffenschmiedekunst herstellen und nicht alle Waffen kann man in Ingenieurskunst, zum Beispiel Rapier geht noch mit Ingenieurskunst, aber nachher der Bogen, glaube ich, der ist dann nachher noch ganz woanders, oder? Ne, der ist auch bei Ingenieurskunst. Diesen Bogen würde ich gerne heute versuchen zu erreichen. Achso, gucken wir uns mal unsere neue Axt an. Die scheint ja wohl ein ganz kleines bisschen besser zu sein. Ja, bringt uns neuen Stärke und ihr Geschick ist immerhin mehr als vorher. Aber, warte mal, was ist das? Beil der Verlorenen des Ritters. Okay. So. Tödliche Energie nach einer Tötung erholst du 8,6% Ausdauer. Wow, das ist ja sowas von geil. Da sind die 9,7 Schaden aus dem Hinterhalt viel, viel cooler. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Dafür haben wir jetzt einen höheren Grundschaden. Deutlich. So. Dann markiert ist. Markiert ist. Na dann, let's go. Lass uns dahin watscheln. Autopilot an und vorwärts. Ja, heute aus dem Grund erstmal ein bisschen so aufnehmen, weil es mir noch zu früh für einen Livestream. So ab 20 Uhr vorher möchte ich eigentlich gar nicht einen Livestream starten. Und ja, weiß nicht, ob man das versteht. Muss man nicht verstehen, ist egal, ist meine Entscheidung. Man muss damit nur klarkommen. Ja,
werden wir schon genötigt zu angeln, aber dann können wir gleich erstmal unsere neue Angel mal ausprobieren. Ne, die 300er. Mit der können wir auch 16 Meter schmeißen. Hey, ganze 2 Meter weiter. Oh, na klar, da war es schon wieder. Ich muss die Paste unbedingt weglegen. Das auf den Boden schmeißen. Ich weiß noch nicht mal, ob das in irgendeiner Spielweise relevant sein wird später, dass man sich hinlegt. Aber wenn es nachher irgendwann relevant sein sollte, dann werde ich es mir eventuell wieder auf Y legen oder auf eine andere beliebtere Taste. Nur im Moment, jedes Mal den hier zu machen, es macht irgendwie keinen Spaß. Juhu, guck mal. Sie machen Flachkörper auf dem Boden. Okay, ich habe mich getäuscht, das macht auch Spaß. So. Ich glaube, da ist unser neuer Fischfarm-Spot, den wir mal ausprobieren sollten. Ja, ich sehe es schon, da ist auch so ein kleiner Schwarm. Guck mal, da können wir uns auch noch ein Stück Papier abholen. Irgendwann machen wir bestimmt eine Lese-Session, aber jetzt gerade nicht. Da muss ich erstmal ein bisschen besser werden im Lesen. So, F3 war das. So, R. Ach ja, guck mal, wir haben ja noch nicht mal Köder mitgebracht. Gut. Dann weiß ich, was ich vergessen habe. Was wir jetzt als erstes machen werden, bevor wir irgendwas machen. Wir werden hier einfach die ganzen Büsche abfarmen, abklappern. Und da haben wir schon die erste Assel als Köder gekriegt. Aber das geht hoffentlich relativ zügig, dass wir noch mehr Asseln bekommen. Ne? So, vielleicht so. Gucken wir mal auf die Uhr. Machen wir so 6 Minuten Büsche abernten. Einfach so mal büscheln. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Ja, Asseln haben wir. Ja. Meine Kleinen sind auch noch da. Ich glaube, ich werde hier gleich auch unterbrochen. Das könnte passieren. Lange werde ich auch nicht aufnehmen. Halbe Stunde bis Stunde wahrscheinlich nur. Aber so müssen wir nachher nicht im Livestream fischen. Da können wir uns ein bisschen angenehmere Geschichten dann ja annehmen. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Es ist gar nicht, also es ist wirklich nicht einfach. Gleichzeitig denken und versuchen im Gespräch zu bleiben. Alleine im Gespräch zu bleiben vor allem. Oder kommen wir rein? Also, als ich das noch nicht gesagt hatte, New World ist für mich quasi ein Pilotprojekt. Ich werde es komplett aufnehmen. Ich werde da werde auch versuchen, nicht eine Minute offline zu spielen. Also ja, klar, meine Stundenzahl ist schon fast bei 40 Stunden und Content habe ich jetzt irgendwie knapp 13 oder 14 Stunden gebracht. Das ist aber auch dem zu verschulden, dass ich teilweise mehrere Stunden gesessen habe. In der Warteschlange gesessen habe, so wie alle anderen auch, denke ich mal, die arbeitstätig und gerade keinen Urlaub haben sind. Und halt nicht gerade als Bäcker arbeiten, wo man um 5 Uhr schon Feierabend macht, weil man durch die Nacht arbeiten muss. Ja, Schichtsystem habe ich auch nicht, aber ich kann mich nicht beschweren. Also ich könnte dafür einfach morgens anfangen. Morgens ist mir das aber zu blöd. Ich mache lieber zuerst die Arbeit und dann den Spaß.
So, aber nochmal zurück zum Thema. Und zwar New World ist für mich ein Pilotprojekt. In dem Sinne, weil ich, das sind meine ersten Aufnahmen, kann man sagen. Das ist ja meine ersten Livestreams auch gleichzeitig dazu. Ich teste ein bisschen rum mit den Grafikeinstellungen und ja, was heißt Grafikeinstellungen? Mit den Aufnahmeeinstellungen sowie die Tonaufnahmen, so als auch die Videoaufnahmen. Das verändert sich immer mal wieder so ein bisschen. Ich weiß, man könnte das nebenbei so ein bisschen testen, ohne dass man die Aufnahmen dadurch jedes Mal ein bisschen verändert. Klar, weiß ich, verstehe ich auch. Ich habe leider nur nicht die nötige Zeit dazu, um mir mal so ein Dreivierteltag dafür zu nehmen, mal die Einstellung komplett auf Vordermann zu bringen. Ich mache das so peu à peu. Immer vorm Spielen erkundige ich mich, also gucke ich mir meine Videos auch an und sehe dann ja, was zumindest auf der Ton- und auf der Videospur so meiner Meinung nach mangelhaft ist. Bist du also, ja, also nehmt mir das bitte nicht übel. Die ersten Videos sind sogar nur in 720p aufgenommen worden, weil bei Twitch darf ich halt zurzeit nur in 720p aufnehmen. Und ja, am Anfang habe ich das noch nicht verstanden, dass ich mit OBS aufnehmen und live streamen kann, also mit unterschiedlichen Auflösungen. Bis ich das dann begriffen habe, habe ich schon 6 Stunden aufgenommen gehabt. So, und danach wird es dann halt mit einer etwas besseren Auflösung, also mit 1080p werde ich grundsätzlich immer aufnehmen, weil ich finde, auf einem, ja, bis zu einem 32 Zoll Monitor mag man sich gerne streiten, aber QHD oder 1080p ist das einzige, was da großartig Sinn macht, wenn man da, man kann natürlich auch 4K auf so einem kleinen Bildschirm spielen und vor allem auch direkt vor den Augen, aber das sieht nicht aus, finde ich. Also man sieht da keine Verbesserung, außer dass man unnötig die Grafikkarte ja, an sein Limit versucht zu treiben. Also nicht, dass die Grafikkarte da jetzt der limitierende Faktor ist. Später wird es definitiv irgendwann so sein. Ist ja immer das Erste, was limitiert. Ne? Aber nichtsdestotrotz. Worauf wollte ich hinaus? Ja, und zwar wollte ich eigentlich nur darauf hinaus. Ich werde erstmal in 1080p aufnehmen. Dann ballere ich mir die Festplatten auch nicht so voll. Die Auflösung ist, denke ich mal, noch passabel. Man kriegt nicht so schnell Augenkrebs von 1080p mit 60 Hz. Wenn es da nachher zu massiven Beschwerden kommen sollte, was ich nicht in naher Zukunft befürchte oder erwarte, vor allem, dann kann man über was an, also über höhere Auflösungen mal sprechen. Aber dann muss es auch schon so sein, dass ich bei Twitch auch höhere Auflösungen reinstellen kann. Zudem benötige ich auch, wenn ich jetzt nachher mehr als 1080p live streamen möchte, eine bessere Internetverbindung. Also 720p ist schon, sagen wir mal so, reizt schon 70% meiner Upload-Rate aus. Wenn ich dann auf 1080p gehe, dann, wenn ich dann über die 100% komme, dann wird es rapide schlechter. Also mit auf einmal so kurzfristig verpixelte Bilder und so. So, gucken wir mal an, was wir. Oh, guck mal, 33 Stück. Köder anbringen, ja. Was soll's? Also, wir haben nichts anderes, dann machen wir das so. Und wir müssen ja sowieso nur in diesen Bereich reinschmeißen. Oh, guck mal, ich glaube, wir haben einen Apfel gekriegt. Sieht aus wie ein Apfel. Ist das ein Apfel? Ey, das sieht aus wie ein Stück Obst. Es wehrt sich auch nicht. Also, ne? Ach, eine Muschel ist das. Sogar was Grünes. Cool. Und es wehrt sich nicht. Ist doch super. Angelstelle erreicht. Super. Besser geht's doch gar nicht. Ach, guck mal. Der hat sich gefreut. Kostenloses Häppchen gekriegt. So, man muss ja auch mal ab und zu mal drücken, ne? Ah, da ist jetzt ein echter Fisch dran. Was ist das?
Also ein Thunfisch, ein Lachs würde ich jetzt nicht behaupten. Dafür wehrt er sich zu wenig? Ein kleiner Flunder. Ja, hat sich auch überhaupt nicht gewehrt, kann man fast sagen. Und nächste Runde. Bis wir keine Köder mehr haben. Ja, zu früh. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Auch allein aus diesem Grund möchte ich nicht so gerne angeln. Und guck mal, da kommt eine Truhe. Angeln im Livestream machen, das ist einfach langweilig. Also ich empfinde es so, es ist ein notwendiges Übel, man muss es machen, klar. Einfach nur, weil man da auch die Levels aufsteigen möchte, aber es muss jetzt nicht zwangsläufig auch live dabei sein. Man kann es so ein bisschen nebenbei machen. So wie jetzt. Und ja. Oh, der wehrt sich aber gut. Komm. Komm, 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 komm. Dich kriegen wir. Ja, was soll man sonst noch sagen? Ja, meine ersten Aufnahmen waren auch irgendwie ein paar 90 Gigabyte groß. Also die allererste Aufnahme, die 3,5 Stunden, das waren 91 oder 92 Gigabyte. Ich habe es auch komplett unbearbeitet hochgeladen. Jetzt ist es, habe ich ja herausgefunden, dass ich ja nur noch einen Bruchteil von den Daten, also von dieser Menge, habe, wenn ich es einmal kurz bearbeite. Es verliert nicht an Qualität. Aber es ist dann halt nicht mehr 50 Gigabyte groß, sondern nur noch 11 auf 2 Stunden. Und das ist halt schon, ja, diese 11 Gigabyte, klar, nehme ich mit. Vor allem, wenn es keinen Leistungsverlust gibt, also dann mache ich das auf jeden Fall so. Ne? So, noch eine Muschel. Schön. Also hier im offenen Meer findet man also Muscheln. Falls es gleich knallt, ne? Das ist ein Luftballon. Ich werde mich sowieso erschrecken, das weiß ich. Nee, das war kein Luftballon. Als man das gehört hat. Ach komm schon, jetzt hör auf, dich so zu wehren. Was bist du überhaupt für ein Fisch, dass du so hartnäckig bist? Das ist doch nur eine Flunder. Komm, eine kleine Flunder hat sich vorhin überhaupt nicht gewehrt. Ich habe jetzt auch mittelgroße Heilboot. Ach so, sorry. Du sahst aus wie eine Flunder, ey. Wegen dem Kamm oben und unten. Ich bin absoluter kein Fischexperte. Weiß, kann man sagen, nichts über Fische, außer dass, wenn man sie ausnimmt, man sollte die Gedärme nicht anschneiden, sonst schmeckt das Fleisch nachher nicht mehr so gut. Da ist die kleine Flunder. Die hat sich aber mehr gewehrt als die davor. Und du bist unser. Wie können wir uns? Dich holen wir rein. Komm. Komm, 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 komm. Ah, wir auch noch unser Bändchen reißen, ja? Nee, 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 nee. Das wird gut sein. Erfolg. Ach, das war aber ein Leben am Limit, ne? Blaubarsch? Kennt ihr das? Meerjungfraumann und Blaubarschbube? Ja. Okay. Wie viele Fischis haben wir denn schon? Mann, dieses ganze Zeugs muss man auch gleich auseinandernehmen. Großer Lachs, guck mal. Vielleicht lässt er ja ein paar mehr Restefilets für uns über. Ei, zu langsam. War klar. Ah, jetzt haben wir dich. Ah, das ist doch schon wieder so ein Lachs. Das ist jetzt ein mittelgroßer, großer, kleiner. Eigentlich darf man sie nicht zerlegen, weil es gibt Aufträge mit mittelgroßen Lachsen fangen. Wenn man kleine oder mittelgroße Lachse findet, dann sollte man sie aufbewahren. Am besten in die Truhe packen.
Geht los. So. Ja. So. Immer wenn die sich wehren, dann steigt das ganz schnell. Mal immer schnell einsammeln. Ein roter Schnapper. Oh. Das kenne ich auch noch nicht. Wohl. Haben sie aufgerüstet? Ja, natürlich zu früh. So. Jetzt. Was ist das für einer? Das ist wieder so ein Blaubarsch. Der ist aber zahm. Mittelgroßer Blaubarsch. Okay. Ja, und dich haben wir. Super. Du für eins. Wieder so eine Flunder oder ein Heilwutz. Fühlt sich an wie eine Flunder. Und war eine kleine Flunder. Sehen sich ähnlich, ne? Flunder und Heilwutz da, was ich da vorhin hatte. Und der nächste weiß an. Super. So. Ich weiß, ich könnte auch zu einem Spot gehen, wo mehr Sterne dran sind, aber mir reicht das jetzt erstmal. Ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt nicht die dickste Angel auf Tash. Ich will einfach nur diesen Quest erfüllen und eventuell mal die Levels dabei aufsteigen. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn das macht, Angeln zu machen, weil das halt ein völlig eigenständiger Bereich ist, ne? Also wenn man jetzt diese Truhen findet, finde ich das ganz cool. Die Truhen, da habe ich schöne Ressourcen rausgefunden. Also da habe ich bisher immer Goldbarren rausgekriegt. Das fand ich ganz cool, aber sonst so durch die Fische kriegst du ein bisschen Filet. Ah, der reißt gleich, nee. Durch die Fische kriegst du ein bisschen Filet. Und das war's auch schon irgendwie. Also, du kannst da damit kochen, klar. Sicher, aber das kann man mit vielen anderen Sachen auch. Also mit den Fleischen und mit den Früchten, die man so überall findet. Damit geht's genauso gut. Wenn es dann nachher irgendwelche überdimensional coole Buffs für gibt. Was ist das für ein Tier? Das ist auf jeden Fall ein Fisch, aber was für eins? Ich versuche das immer so hinzudrehen, dass man es wenigstens ein bisschen sieht. Oh, ich will nicht abreißen. Ich will dich schon haben. Komm ran da. So. Eigentlich müsste ich jetzt nur noch einen Schritt machen und dann hätte ich ihn, aber so läuft das Spiel nicht. Mittelgroßer Fühlerfisch. Mittelgroßer Fühlerfisch. Ein Rang 4 Fisch. Selten. Und untypisch. Mittelgroßer Heilbutt, großer Heilbutt. Ah, okay. Aber beides Rang 3 Viecher. Ja, nur das Gewicht ist ne? Ein Drittel mehr. Eine 600, der andere ein Kilo. Ein Kilo. Ein Kilo. Ja, okay, die großen Viecher sind alle ein Kilo, was? 1,2 Kilo. Mittelgroßer Blaubarsch. Zwei Stück schon. Cool, cool, cool. Und weiter geht's. Falsch. Nicht mit dem Rapier, damit kann man doch gar nicht angeln. Was machst du denn, Mäuschen? Hallo? So, geht doch. Was ist das da für ein Vogel? Ich meine Fisch. Ja. Kleiner Blaubarsch. Dass man das sogar sieht, dass die unterschiedlich groß sind. Aber das ist schon ganz lustig. Also für diese Fischvielfalt weiß zwar nicht, was also ehrlich gesagt, ich verstehe, dass man Angeln ins Spiel reinbringen muss, weil es einfach sehr entspannt ist. Man kann dabei auch schön quatschen, wie mir gerade auffällt. Aber ich glaube, wir machen wirklich nur noch solche Laber-Sessions beim Angeln. Also dann nehmen wir uns wirklich eine halbe bis Stunde Zeit und werden dann
nur angeln und das werde ich auch nicht im Livestream machen. Grundsätzlich nur eine Spezialaufnahme, sagen wir mal so. Wenn ich dann ein bisschen Zeit finde. Ja, wollte schon sagen, will der nicht? Der muss doch anbeißen wollen. Was ist denn das da? Das ist doch Müll. Das ist so ein Pappteller. Ja, mal gucken, was sich da in diesem Pappteller verbirgt. Auster, ach so, ja, cool. Was für ein schöner. Ja, cool. Ich dachte, ich habe ja jetzt einen Klumpen Kacke an der Angelschnur. Und krieg ein Rang 4 Item wieder, so eine Auster. Ja, yeah, danke. Vielen Dank. Finde ich super. Ja, das ist doch wieder Heilbutt oder eine Flunder. Irgendwas. Bestimmt eine Flunder. Mittelgroße Flunder. Guck mal. Die wehren sich auch nicht, auch wenn sie mittelgroß sind. Hey, wir haben keinen Köder mehr angebracht. Und wir haben jetzt ohne Köder die ganze Zeit. Okay. Trotzdem das ganze gute Zeugs gefunden. Ja, dann mal gucken, was wir jetzt wieder mit dem Köder finden. Was? Was mache ich da? So, jetzt. Jetzt geht's wieder. Geht's wieder. Oh Mann, ey. Was auch immer gerade los war. So. Vielleicht haben wir dich. Ey, jetzt werde ich doch nicht. So, jetzt planscht er nicht. Jetzt kann man ihn wieder ranziehen. Und nochmal. So. Super, große Flunder. Ja, ja. Die ist fast einen Meter lang gewesen. Wenn man davon ausgeht, ich bin 1,60, 1,70 als Charakter, dann könnte das Viech fast einen Meter gewesen sein. Hey, jetzt wird es sich... Ach, man sieht es sogar plätschern. Und dann, wenn es aufhört zu plätschern, dann sollte man wieder ziehen. Ah, okay. So, jetzt, komm dich da. Komm dich da. Ja. Nochmal kurz. Ja, nee, nicht zu schnell abhauen. So, jetzt haben wir dich. Mittelgroßer Heilwurz. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen Flunder? Das sieht doch genauso aus. Falls das irgendwann mal ein Angelexperte sieht, ne? Bitte. Hab Nachsicht mit mir. Ich kenne mich damit so ziemlich null aus. Ich habe in meinem Leben ungefähr dreimal geangelt. Wobei zweimal davon kann man nicht angeln nennen. Da bin ich eigentlich nur wegen dem Bier hingegangen. Zweimal. Ansonsten noch ein mittelgroßer Heilwurz. Und weiter. Yippie-ki-yay. Nächstes Rodeo. Iha! Das ist doch wieder ein Heilbutt oder so ein Flunder. Flunder wehren sich doch nicht, ne? Das sind also die Opfer der Meere. Oder der Gewässer. Die Opfer der Gewässer. Gönnen wir uns mal noch ein Opfer. Heilbutt. Keine Flunder. Heilbutt. Wollte schon sagen. Eine Flunder... Wehrt sich doch nicht so viel wie dieser Heilbutt gerade. Aber es sieht gut aus, dass wir eventuell, also weil wir gerade so viele grüne Fische fangen, denke ich mal, werden wir mehr festes Filet finden als gedacht. Und den Rest von diesem festen Filet-Scheiß packen wir aufs Lager. Damit wir, wenn wir den nächsten Filet-Auftrag kriegen, ihn hoffentlich auch gleich bedienen können. Ne? Ja, das denke ich mir auch. Und der nächste. Komm ran da. Komm ran. Was bist du? Was ist das? Versuch den irgendwie von der Seite so. Das ist bestimmt wieder ein Heilwurz oder Flunder.
Ich glaube, mit den Asseln kriegt man halt nur Heilbutz oder Flundern. Ich musste den Köder wieder wegmachen. Dann kriege ich wieder eine Ausdauer oder so ein Zeugs. Irgendwas Besonderes. Ich glaube, hier darf man keine minderwertigen Köder verwenden. Nimm den weg. Mach den Köder weg. So, Köder anbringen. Gut, kein Köder. Nur ein Köder. Ein Haken, bitte. So. Ja. Jetzt will gar nichts mehr, weil die sind alle. Die möchten jetzt mehr Futter haben, ja? Ja, ziehen muss man da auch. Was ist denn das da? So ein dicker Roter. Ja, der ist jetzt gerade ein bisschen wild. So, jetzt ist nicht mehr so. Jetzt wieder. So. So, jetzt ist er wieder friedlich. Na. Auch im friedlichen Zustand spannte unser Seil sehr. Unsere Leine. Ach, Leine heißt das. Großer Lachs. Mann, das ist aber ein fetter Lachs. In die Höhe getrieben. Erfolg freigeschaltet. Okay, cool. Was auch immer das für ein Erfolg ist. Sehr erfreut für diesen Erfolg. Bekommen wir dem Ende der Erfolge immer näher. Das sind doch irgendwie knapp 890 Erfolge. Und wie viel Prozent haben wir? Vielleicht 0,2. Na, wer beißt als nächstes auf den Haken? Oh, eine Truhe beißt als nächstes auf den Haken. Das ist cool. Marktruhen. Die wehren sich nicht so sehr. Da kriegt man immer so schönes Zeug raus. Weil die sind immer blau. Ich habe bisher nur blaue Truhen gefunden. Ist das normal? Also kann ich mich ja nur freuen. Also ich muss mich ja. Ja. Und vor allem, ich glaube nicht, dass das irgendwie großartig Sinn macht, sich jetzt weiter zurückzustellen, damit ich die 16 Meter auswerfen kann. Sondern hier bei diesen Spots muss man einfach nur reinwerfen, damit man schnellstmöglich so viele Fische wie möglich rauskriegt. Weil irgendwann sind diese Spots auch wieder weg, so wie ich das mal gesehen habe. Also einmal hatte ich das schon mal, da ist der mir voll. Ich glaube, der ist auch schon weg. Der ist schon weg, da ist nichts mehr. Ne? Auf der Map. Okay, wird mir zwar noch angezeigt, aber kann sein, dass er für mich heute überfischt ist, weil ich sehe hier auch keine Fische mehr rausplatschen. Und wir versuchen halt noch einen Wurf. Ein Wurf noch. Kann auch sein, dass das jetzt wirklich alle ist. Ne, da kommt nichts mehr. Ne? Dauert einfach viel zu lange, bis jetzt was anbeißt. Ja, nee, lass gut sein. Lass gut sein. Ich glaube, das reicht auch für heute mit dem Angeln. Wir können höchstens noch ein bisschen, wie heißt der Scheiß? Hanf suchen gehen. Wie ich vorhin gesagt hatte. Wir müssen ja nochmal nach hier oben. Nach da oben müssen wir ja nochmal. Und hier oben in diesem Wäldchen soll es viel Hanf geben. So, gucken wir mal. Läuft man da wirklich schneller? Ich glaube schon. Also, ich bin der Meinung, das steht da doch sogar, ne? Jetzt natürlich währenddessen. So. Löst den Berserker-Modus aus, indem sich der Angriffsschaden um 20% erhöht. Berserker-Modus 12 Sekunden lang aktiv. Abklingzeit wird nach einem Ende. Okay. Provokations Edelstein. Da. Ne, hier steht überhaupt nichts von schneller, aber da. Im Berserker-Modus steigt das Bewegungstempo um 20%. Und das sollte uns doch wohl reichen. Um diese 20%. Das ist ein Fünftel schneller. Ja, ich weiß, wir brauchen eigentlich nicht diese Wölfe, weil die sind ja viel zu schwach für uns. Aber es sind die drei Stück, die wir hier jetzt gleich schnetzeln müssen. Somit konnten wir auch gleich mal unser neues Messer ausprobieren. Das ging richtig fix, ne? Das ging richtig schnell. So. Nur einen langen Schnitt und zwei kurze Schnittchen machen und dann sind wir mit einem Wolf fertig. Komm, ein dritten.
Dann haben wir diesen Scheiß auch mit uns. Ne? Müsste. Sind halt alles nur so kleine Nebenmissionen. Und ein Azurut. Guck mal, das war perfekt. Alle drei Häutungsversuche müsste ich ein Azurut bekommen. Ob das nachher für mich auch, also für uns auch relevant ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Zeug lädt sich auch so auf. Aber kann auch sein, dass es sich nicht auflädt. Guck mal, jetzt der erste Versuch ein Azurut bekommen. Das heißt, die nächsten zwei bekomme ich nicht. Mindestens die nächsten zwei. Und hierbei müsste ich jetzt eine 4,9%ige Wahrscheinlichkeit haben, mal was Besseres zu finden. Also ich brauche ja dieses feine, na, sprich dich aus, feine Eisenerz oder Feineisen oder wie auch immer. Dann, damit kann man dann halt auch noch eine bessere Axt und ein besseres Böcklein machen. Nee, beim Bogen war das ja versteinertes Holz. Und versteinertes Holz kriegt man dann halt, ja, durch junge und durch ausgewachsene Bäume. Wenn man so eine Wahrscheinlichkeit von 40% hat. Das heißt, ich müsste mir eigentlich noch eine neue Stahlaxt bauen, die auf jeden Fall besser ist als die, die ich jetzt habe. Oder? Oder hat sie wenigstens das? Hat die das? Ja, genau. Die hat wenigstens diese 4,9% Wahrscheinlichkeit, seltene Items rauszukriegen. Und das sind dann halt diese seltenen Items. Da vorne müsste noch ein Eisenklümpchen sein. Wahrscheinlich hier schön am Abhang. Ja. Gut. Nicht zu weit am Abhang. Also noch so, dass wir es kriegen können. Eisen ist halt immer gut. Ja, jetzt guck mal, wir wollten eigentlich anverbauen gehen und stehen wieder hier beim Eisen. Aber ganz ehrlich, Eisen ist gerade irgendwie ein bisschen höhere Priorität, ne? Weil wir dadurch so viel mehr Skills hochleveln können als einfach nur mit Holz oder nur mit Hanf. Hanf ist quasi nur so ein Nebenprodukt, was ich jetzt im Moment brauche. Oh, bin ich hier in diesem Gebiet. Kann ich aber noch, glaube ich, hier kann ich noch nichts machen, weil ich noch diesen Azurutstab noch nicht habe. Oder wie das Stäbchen heißt. Ist aber nicht so wild. Das war nur so ein kleines. Da kann man auch alleine. Das kann man auch alleine schaffen. So wie ich gesehen habe, gibt es auch solche, wo man zu fünft reingehen muss. Da ist halt die Voraussetzung zu fünft. Genau, und da ich noch keinen Stab habe, kann ich das Ding noch nicht ausschalten. Was bist du eigentlich für ein Viech? Jetzt kann ich dich ja eigentlich schnetzeln. Und jetzt hast du sowieso verloren. So, und was kriegen wir bei dir raus? Sag mir nicht, wie bei allen anderen Tieren dasselbe. Gleiches Fleisch, Wolfsfleisch am besten. Dunkles Fleisch. Okay, dunkles Fleisch. Wie bei allen Tieren, die irgendwie etwas anders sind. Das ist ab Level 100 oder was? Nö, wir können das mitnehmen. Dann nehmen wir das auch mit. Das nehmen wir einfach mit, weil wir es können. Knistermetall. Okay, ich glaube nicht, dass wir das schon verarbeiten können, aber haben ist wohlgemerkt immer seliger denn rauchen. Und wir laufen schon wieder in die verkehrte Richtung. Warum? Was ist los mit mir? Ich sabotiere. Ganz unfreiwillig. Aber unterbewusst. Irgendwie möchte ich nicht zum Ziel kommen. Ich möchte unendlich lang weiterspielen. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Nächste Woche werde ich vielleicht ein bisschen mehr Content produzieren können, weil ich dann eine Woche Urlaub habe. Aber was sehen wir dann nächste Woche? Ja. Drei Klapse und ein Silberbrocken ist weg. Geht gut. Sehr gut. Und schnell. Effektiv. 14% mehr Ertrag kriegen wir da raus. Und ja.
4,9% Wahrscheinlichkeit, dass wir auch ein seltenes Item da rauskriegen. Noch weiter in die Richtung, also wenn wir gleich. Da müssen wir jetzt wieder hochklettern, wahrscheinlich. Ach, hier war doch noch dieser Tempel. War das nicht irgendwie eine Schnellreise? Dieser Tempel? Ja, komm, klappt's mich, aber das interessiert mich nicht wirklich. Weil wir doch den Berserker haben. Und den haben wir schon ausgelevelt. Zumindest diese Zusatzfähigkeiten. Da ist noch ein Lebensbüschlein. Lebenskraut oder wie heißt das Zeugs? Lebensblume? Lebensblüte. So, jetzt müssen wir hier nach oben links rein und wenn wir das erledigt haben, dann können wir uns da in den Busch vergnügen. Aber ich glaube auch, ja, es sieht schon fast so aus, als ob ich gar nicht so weit komme. Ein paar Minütchen haben wir zwar noch, aber ich werde das auf jeden Fall jetzt nicht überreizen. Es wird auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde gehen. So, da ist noch ein Beinloser. Schnell, dass wir den noch ein paar Mal hitten können. Ach, guck mal, der mischt sich da noch ein. Und ja, ist gut. Berserker und Verruchter. Ach, schade. Ist egal. Alles erstmal egal. Das ist ja das Schöne, wenn man diesen Modus mit anhat, dann regeneriert man sich mit jedem Schlag, den man dem Gegner zuführt. Und dann reicht auch dieser kleine Regenerations-Buff, den man da durchgehend bekommt. Und da ich sowieso nicht permanent am Fighten bin, muss ich jetzt auch nicht unbedingt immer aufpassen. So sehe ich das. Wenn man natürlich durchgehend fighten möchte, dann muss man auch ausweichen und blocken, ne? Achso, das ist ein Freund gewesen. Dachte schon. Was kommt denn da jetzt angehüpft? Oh nein. Der Freund wollte nur helfen. Ah, wir müssen, schätze ich mal, hier rauf. Hey, aber der sieht cool aus. Den möchte ich haben. Ja, ich weiß, meine Waffe ist nicht so sehr förderlich für euch. Aber ja, was soll ich sagen? Die sind Level 20, ich bin Level 19 und ich schnetzel zwei Stück gut weg. Auch wenn ich gerade gut Support gekriegt habe, muss ich sagen. Einer mit Hammer macht schon, schätze ich mal, ordentlich Bams. Kann mich auch täuschen, natürlich. Ja, mit Speer soll man ja auch ähnlich viel Schaden machen. Aber guck mal, wie die da hinschmelzen, wenn man sie mit im Berserker-Modus bremst. Den haben wir uns redlich verdient, muss ich sagen. Gerade, dass er selber nichts gedroppt hat, aber man kann ja nicht alles haben. Haben wir jetzt diesen Quest hier erfüllt? War das überhaupt ein Quest? Ist auch egal, wir haben es geschafft. Und da wir Treppensteige-faul sind, springen wir einfach. So, jetzt gehen wir mal in den Spot, um zu schreien. Mann. So, ich glaube, ich muss hier mal pausieren. Ja, verfolgt mich da was? Ein Beinloser. Ein Beinloser kommt da mir hinterher. Oh, Hanf. Oh, guck mal.
Kaum in den Mund genommen, schon haben wir was gefunden. Ich hoffe, das nimmt uns jetzt nicht jemand weg. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Hahaha. Zeit. Musste da gerade Streit schlichten. Ist mir jetzt der Hanf vor den Füßen weggenommen worden? Ja, ist gut. Du wolltest unbedingt mitspielen. Und weg ist es. Hier sind viele Leute. Ich brauche Hanf. So schnell. Ah, guck mal, da ist schon der nächste rangekommen. Gott sei Dank. Wenigstens haben wir zwei Hanf gekriegt. Aber das ist cool. Seide gibt's hier. Ab Stufe 100. War das Seide? Seidenpflanze, ja. Oh, da ist die nächste Hanfplantage. Ich wollte schon sagen, oh, drei, vier. Schön. Holen wir uns schnell, bevor hier ein Wölfchen kommt oder so, oder bevor irgendjemand uns sieht, dass wir hier abbauen. Schnell. Nein, nicht Holzhacke. Das lockt nur andere Wilder ran. Los. Bring das hin. Das ist alles unser. Ah, jetzt kommt das Fest. Komm, zeig ihm, wer der Boss ist. Und den brauchen wir noch nicht mal. Wir nehmen das Hanf. Natürlich. Da kommt der nächste Schmarotzer. Verdammt. So viel Mühe gegeben, hier alles alleine mitzunehmen. Alles unser. Alles unser Hanf. Dasselbe wie mir passiert. Nee. So, das wird uns sicherlich auch noch 12, 13 Mal passieren, dass uns jemand alles wegschnappt bei der Nase. Also können wir das auch ruhig anderen antun. So, wo ist die nächste Hanfplantage? Nächste Hanfgewächs. Wie sieht die gerade aus? Laufen wir mal dahin. Da waren wir auch noch nicht. Deswegen. Aber da haben wir das nächste Hanfplänzchen auf dem Kompass angezeigt. Das sind sogar zwei. Minimum. Oh, noch mehr. Fünf oder vier. Das ist super. Hier ist echt ein cooler Hanfspot. Genau sowas meine ich. Sowas hatte ich halt in der Beta auch gefunden gehabt. Und da durfte ich mich halt eine ziemlich lange Zeit, finde ich, alleine austoben. Deswegen hatte ich extrem viel Hanf in der Beta nach 10 Stunden Spielzeit. Dementsprechend waren die anderen Skills auch nicht so weit ausgebaut. Ist das jetzt der, den wir abbauen, oder ist es der, der dahinter? Ne, da ist keiner hinter. Gut. Aber das ist schön. Schön viel Hanf gesammelt. Ne? Das ist dann nachher viel Leinen. Und mit Leinen können wir dann so. Viel Platz haben wir. Zwei davon. Die Kisten machen wir erst in der Stadt auf. Sonst kriegen wir da gegebenenfalls noch zu viel Material dann raus und müssen uns dann wieder von irgendwas trennen. Und trennen ist ja bekanntlich schwer. Hier 108. Nicht wahrgenommen, wo das ist. So. Dann können wir wieder nach da bewegen, so ein bisschen. Noch mehr Seidenpflanzen, ja, da
bis wir Stufe 100 sind im Hunten, dann schnappen uns die Leute schon alle die Seidenpflanzen weg. Da brauchen wir uns keine Hoffnung zu machen. Wir sind nicht der Schnellste. Ne, da baut schon jemand diese Eisenbäume ab. Oder was auch immer das für Bäume sind. Aber was soll's. So, gibt's hier. Wann kommen die nächsten Hanfpflänzchen? Hier einfach einen großen Bogen laufen. Und dann findet man. Ah, guck mal, da ist schon das nächste Hanfpflänzchen. Das geht. Also. Wenn das jetzt nicht jemand wegschnappt. Guck mal. Eins ist ganz alleine hier. Und auf dem Kompass gibt's da das nächste. Das sind sogar zwei. Zwei Spots. Gleichzeitig verschwunden sind. Ach, was sag ich da? Ich gucke nicht mal mehr vor mich, sondern nur noch auf den Kompass und dann, wieso geht einer nach links, einer nach rechts? Haben meine Augen dann auch, sind die dann auch so zur Seite gegangen oder haben das gesehen? Oh. Ja, ich denke, dass das reicht fürs Erste mit der Angler-Folge und ein bisschen Hanfen. Das reicht. Wir porten uns zurück in die City und dann ist Feierabend bis heute Abend, würde ich dann sagen. Rückruf in den Gasthof. Kann man ja einmal in der Stunde machen. Und heute Abend, da ist die Stunde wieder rum, dann können wir es gleich wieder nochmal machen. Auch wenn unser Inventar jetzt nicht ganz voll ist. Dafür ist die Zeit erreicht. Nicht ganz eine Stunde, aber ist schon okay. Dann wünsche ich euch schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.